Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Im heutigen Training geht es um Ausgeglichenheit, um die Ausgeglichenheit der beiden Körperhälften, um Balance. Und wir beginnen mit einer Übung, bei der ich dich einladen möchte, deine Körperseiten mal unabhängig voneinander, soweit es geht, zu bewegen. Und wir werden uns des Stopping Movements bedienen, also bewegen und stoppen. Anstatt einfach irgendwie eine Bewegung zu machen. Der Vorteil von diesem Stopp ist, dass man vielleicht doch nochmal so ein bisschen kreativer guckt, wohin die Bewegung gehen kann, als dass man einfach vielleicht so eine Bewegung einfach nur wiederholt und so relativ unkreativ bleibt und es vielleicht auch irgendwann langweilig wird. Genau. Wie du siehst, ich habe jetzt schon mit meiner rechten Seite angefangen. Das heißt, wir bringen unser Gewicht auf das linke Bein, versuchen nach Möglichkeit, die linke Körperhälfte unbeteiligt zu lassen an der Bewegung und fangen an, unsere rechte Seite zu bewegen. Wir können uns einfach einen Rhythmus aussuchen, auf den wir unseren Stopp setzen. Ich würde immer vorschlagen, so nicht zu langsam, nicht zu schnell zu sein. Zu Hause kannst du das natürlich auch total gerne mit Musik machen. Und dann einfach mal so die rechte Seite, das Bein und den Arm zu bewegen, dass die gleichzeitig stoppen, müssen aber nicht in die gleiche Richtung sich bewegen, sondern dürfen auch unabhängig voneinander Bewegung machen. Du siehst, es lässt sich nicht vermeiden, dass sich irgendwie die Hüfte mitbewegt bei manchen Bewegungen, wie das Bein macht. Aber versuch, die Aufmerksamkeit nach rechts zu bringen und die linke Körperseite nach Möglichkeit unbeteiligt zu lassen. Lass den Atem fließen. Beweg auch mal die Finger und die Hände mit. Versuch, Bewegung zu finden, die du noch nicht gemacht hast, also auch mal nach hinten oder über den Kopf, das Bein in der Luft zu bewegen. Das darf ein bisschen knacken. Noch einen kleinen Moment länger. Und dann stell auch die rechte Seite wieder ab. Schau, dass die Knie so ein bisschen locker sind, dass sie nicht durchgestreckt sind. Wenn du magst, kannst du gerne auch mal die Augen schließen und einfach mal so die rechte und die linke Seite spüren. Vielleicht fühlen die sich ein bisschen unterschiedlich an. Meine rechte Seite ist definitiv etwas wärmer jetzt als die linke Seite. Fühlt sich ein bisschen mehr durchblutet an. Und dann wechseln wir mit unserem Gewicht auf das rechte Bein. Und fangen an, unsere linke Seite in Bewegung zu bringen. Wie gesagt, es darf auch knacken. Und schon hier wirst du vielleicht merken, dass du, bei mir ist es jedenfalls so, dass ich auf dem rechten Bein ein bisschen weniger Gleichgewicht habe als auf dem linken Bein. Und auch hier kannst du mal wieder die Bewegung stoppen, bewegen. Stoppen. Die rechte Seite bleibt nach Möglichkeit unbeteiligt. Die linke Seite ist aktiv. Der Atem darf fließen. Die Gelenke dürfen noch mal knacken. Fuß mitbewegen, die Hände, unterschiedliche Richtungen. Und such immer wieder eine neue Bewegung, mach den Stopp.
such eine neue Bewegung. Noch einen kleinen Moment länger. Guck nochmal, ob du vielleicht noch irgendeine Richtung vergessen hast. Und dann stell auch das linke Bein wieder ab. Wenn du magst, schließ nochmal die Augen, spür einen Moment nach. Meine linke Seite beschwert sich definitiv ein bisschen mehr als die rechte. Und ansonsten fühle ich mich gerade ziemlich schief. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir machen weiter mit einem. Ich stelle mich mal seitlich zu dir. Dann kannst du mich wahrscheinlich besser sehen. Die Füße sind ungefähr breit. Wir nehmen einmal die Arme über den Kopf mit der Einatmung und mit der Ausatmung lassen wir uns nach unten abrollen. Wenn du magst, kannst du die Knie so ein bisschen beugen, kannst einmal den Kopf ein bisschen ausschütteln, ja und nein, nicken, ganz vorsichtig, ohne den Nacken weh zu tun. Und dann komm wieder nach oben. Streck dich nochmal aus. Lass die Arme sinken. Und dann bring dein rechtes Bein so einen großen Schritt weit nach hinten, so einen Ausfallschritt. Du kannst gerne mal mit dem rechten, das rechte Bein ein bisschen beugen. Das linke Bein geht auch in die Beugung automatisch. Das Becken bleibt nach vorne ausgerichtet und das hintere Bein streckt sich wieder aus. Soweit es geht. So, und jetzt sind wir hier schon in so einer Art Balancehaltung, noch nicht so stark, aber für einige reicht es vielleicht schon aus. Und dann bringen wir die Hände nach vorne neben den Fuß und bringen das rechte Bein nach oben, parallel zum Boden. Die Fußspitze zeigt nach unten. Und auch hier balancieren wir im Grunde genommen wieder auf unserem linken Bein. Wir brauchen noch so ein bisschen Kraft in unserem linken Bein. Schau, dass das Knie nicht überstreckt ist, dass du so eine ganz leichte Beugung da drin hältst. Und dann kannst du mal versuchen, einen Arm oder beide Arme vom Boden wegzubringen und die Arme nach hinten auszustrecken Richtung Bein. Einige von euch werden jetzt vielleicht traumatische Erinnerungen an den Sportunterricht und den Schwebebalken haben. Und dann fordern wir uns noch ein bisschen mehr heraus. Wir beugen das linke Bein, das rechte Bein, bringen unser rechtes Knie nach vorne. Umarmen das Knie für einen Moment, bleiben hier einen Augenblick. Machen diese kleine Pause und dann bringen wir das Bein wieder nach hinten. Das linke Bein muss wieder balancieren. Strecken unsere Arme nach hinten aus. Bringen dann die Arme wieder nach unten, so vielleicht eine Handbreit vor dem Fuß, der steht ungefähr. Und wer möchte, kann jetzt das rechte Bein rotieren, sodass die Fußspitze zur Seite zeigt und auch den rechten Arm nach oben bringen. So im Yoga, die Halbmondposition. Und wenn du ganz, ganz gut und sicher stehst, dann kannst du mal gucken, ob du die Fingerspitzen der linken Hand auch noch vom Boden hochheben kannst. Und dann können die Fingerspitzen wieder zum Boden kommen, der Fuß kann sich wieder nach unten rotieren. Und du bringst den Fuß nach vorne zu deinem linken Fuß, kommst wieder nach oben. Ich komme wieder hier frontal zu dir. Dann machen wir noch einen Klassiker aus dem Yoga, nämlich den Baum. Und bringen unser
unseren rechten Fuß zu unserem linken Oberschenkel. Genau, wenn du so ein bisschen schwankst oder kippst, macht nichts, richte dich neu aus. Du kannst auch natürlich, wenn das zu weit oben ist, den Fuß an die Wade bringen. Oder so ein bisschen tiefer. Wichtig ist, dass du den Fuß nicht aufs Knie stellst. Auch hier schauen wir, dass die Hüfte nach Möglichkeit nach vorne rotiert ist. Halten unser Gleichgewicht auf dem linken Fuß, so gut es geht. Und schwank ruhig ein bisschen dabei. Lass dich bewegen, balanciere dich aus. Was immer total gut hilft, ist so an der Wand gegenüber einen Punkt zu fixieren und auf dem Boden einen Punkt zu fixieren, an dem sich die Augen orientieren können. Und dann bringen wir die Arme noch nach oben, über dem Kopf zusammen. Und wenn du ganz, ganz gut stehst, dann kannst du auch schauen, ob du den Blick nach oben Richtung Hände bringen kannst. Das ist noch ein bisschen herausfordernder. Und dann kannst du langsam die Haltung auflösen, langsam, 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 den Fuß wieder zum Boden bringen und noch einmal gerne die Augen schließen und nochmal spüren die rechte und die linke Seite. Und dann wechseln wir zur anderen Seite und ich stelle mich wieder seitlich auf. Lass uns ruhig nochmal einen Atemzug ein. Atmen die Arme über den Kopf strecken, einmal nach unten, gehen aushängen mit dem Kopf, ja und nein. Und nicken, den Rücken einmal aufstrecken. Die Knie dürfen dabei leicht gebeugt sein. Und dann kommen wir wieder nach oben. Atmen ein, strecken uns nochmal ganz kräftig aus. Und lassen die Arme wieder sinken. Gell, dann ist immer super. Und dann nimmst du diesmal dein linkes Bein, machst einen großen Schritt nach hinten. Dann beugst du dein linkes Bein, das rechte Bein beugt mit. Die Hüfte richtet sich nach vorne aus. Und dann kannst du das hintere Bein so gut es geht strecken. Das vordere Knie steht schön über dem Knöchel, geht nicht über die Fußspitze hinaus. Hinteres Bein streckt so gut es geht, Hüfte bleibt nach vorne ausgerichtet. Du kannst auch hier noch einmal kurz strecken und gehen dann nach unten mit den Händen neben den Fuß. Oder vielleicht auch so ein bisschen weiter vor. Schau, kannst mal schauen, was für dich bequem ist. Und wir heben das hintere Bein wieder an. Fußspitze zeigt zum Boden, das Becken nach Möglichkeit gerade ausgerichtet. Und wenn du magst, kannst du so ein ganz klein bisschen das rechte Bein beugen, dass das Knie nicht überstreckt ist. Und wir bleiben erstmal in dieser Haltung. Und vielleicht ist das schon herausfordernd für deine Balance. Dann kannst du hier bleiben und wenn du das Gefühl hast, nee, ich möchte gerne ein bisschen mehr probieren, dann bringen wir die Arme jetzt nach hinten. Ich merke wieder, mein rechtes Bein ist nicht so gut im Balancieren wie das linke. Nicht so schlimm. Schwank ein bisschen auf diesem Bein. Ein bisschen Schwierigkeiten, das andere Bein in die Streckung zu bringen, das ist total okay. Und dann bringen wir das Bein hier nach vorne. Umarmen das linke Knie hier für einen Moment, halten es. Ruhen uns ein Momentchen aus. Und mein rechtes Bein wackelt vor sich hin, vielleicht deins zu Hause auch gerade. Auch total okay. Und dann bringen wir das Bein hier nach hinten. Upa. Strecken die Arme nach hinten aus. Halten unser Gleichgewicht, wenn wir können. Sehr schön. Und dann bringen wir die Hände wieder unten zum Fuß. So eine Handbreit vor den Fuß ungefähr. Und dann kannst du wieder das linke Bein nach außen rotieren, dass der Fuß zur Seite zeigt.
Und wenn du magst und kannst, bring deinen linken Arm nach oben in die Streckung. Dann sind wir wieder im Halbmond. Und mein rechtes Bein wackelt ganz verdächtig. Und trotzdem, wenn du magst, kannst du wieder versuchen, auch die rechte Hand vom Boden zu lösen. Wunderbar. Rechte Hand kann dir zum Boden zurück. Dann bringst du das Bein wieder in die Streckung, die linke Hand zum Boden und dann auch das linke Bein zum Boden zurück. Kommst langsam wieder hoch. Ich drehe mich wieder zu dir. Frontal. Und dann gehen wir auch hier auf dieser Seite nochmal in den Baum. Du kannst wieder den Fuß an die Wade setzen. Oder hier oberhalb vom Knie. Ganz gerne die Hand zur Hilfe nehmen. Wichtig ist wieder nicht auf das Knie zu drücken. Hüfte richtet sich nach vorne aus. Wir stehen erstmal einen Moment. Du kannst gerne wieder einen Punkt fixieren, um dein Gleichgewicht besser zu halten. Und wenn du gut stehst, bring die Arme nach oben über den Kopf. Und wenn du ganz sicher stehst, kannst du auch den Blick Richtung Hände bringen. Es wird schon wieder ein bisschen wackeliger. Und dann kannst du die Haltung auflösen, langsam wieder zum Stehen auf beiden Füßen kommen. Ganz gerne nochmal die Augen schließen und wieder beide Seiten vergleichen. Das ist wirklich total spannend. Ich merke nach wie vor einen riesen Unterschied zwischen den beiden Seiten in ihrer Art, wie ich die spüre. So was Größe angeht oder Kräftigkeit, aber auch insgesamt die Qualität. Ich habe wirklich das Gefühl, die linke Seite, auf der ich auch besser balancieren könnte, ist so ein bisschen gelassener, ruhiger und die rechte Seite ist eher so die im Alltag auch so für das Tempo sorgt. Das ist jetzt natürlich auch eine sehr freie Interpretation, aber irgendwie ist es ganz interessant, diese Unterschiede zu spüren. Und ja, ich bin neugierig, wie es für dich war. Wenn du magst, hinterlass mir gerne einen Kommentar oder schau einfach bald mal wieder rein. Ich wünsche dir einen schönen Tag.